Refugees welcome, Flüchtlinge willkommen. So euphorisch ist die Lage schon lange nicht mehr. Immer deutlicher wird, wer Schutz braucht und zu uns kommt, der kann auch bleiben. Aber wer keinen anerkannten Asylgrund hat, der muss nach einem rechtsstaatlichen Verfahren auch wieder gehen. Allerdings, was Belgien beim Thema Abschiebung macht, das kann man durchaus als Skandal bezeichnen. Katharina Lorenzen. Brüssel-Maximilianpark. Die Ausgelassenheit der jungen Sudanesen täuscht. Immer halten sie die Umgebung im Auge. Rückt die Polizei an, heißt es schnell verschwinden, sonst geht's in die Abschiebehaft. Asyl beantragen sie nicht. Keiner traut hier dem belgischen Staat. Ihr Ziel? England. Ein junger Mann spricht mit uns. Er möchte nicht erkannt werden, denn er hat gegen die Regierung in Darfur gekämpft. Jeden Tag kommt die Polizei, dann müssen wir alle rennen. Ich schlafe hier, es ist kalt, ich habe Hunger. Es gibt keine Lösung. Die Flüchtlinge im Park sind der belgischen Regierung ein Dorn im Auge. Hashtag säubern. So nennt der für Migration zuständige Staatssekretär seine Aktion, die Migranten wie Dreck schnell loszuwerden. Theo Franken geht dabei wenig zimperlich vor. Die Polizei bringt jeden erwischten Flüchtling in eine geschlossene Anstalt, in diesem Gefängnisflügel etwa. Unser Motto ist, freiwillig, wenn es geht, mit Zwang, wenn es sein muss. Also, wenn Menschen von alleine gehen, bitte, sonst... Sonst Abschiebung. Dabei helfen soll ausgerechnet der sudanesische Botschafter mit einer Delegation aus dem Sudan. Sie sollen ihre geflüchteten Landsleute identifizieren. Er kennt die Methoden des sudanesischen Regimes sehr gut. Kurt de Boeuf ist Experte für Politik im Mittleren Osten. Seine Informationen hat er in vielen Gesprächen mit sudanesischen Deserteuren gesammelt. Wer sich mit dem Sudan auskennt, weiß, dass es sich hier mit 99% Sicherheit um Agenten der Geheimpolizei handelt. Sie will absolut alles kontrollieren und hat über jeden eine Akte. Jeder, der auch nur eine abweichende Meinung hat oder einen falschen Schritt macht, landet im Gefängnis, wo eben auch gefoltert wird. Wir treffen im Park einen Sudanesen, der einiges durchgemacht hat. Wir nennen ihn Ayman. Er hatte sich vom Islam abgewendet und schlagartig wurde sein Leben im Sudan zur Hölle. Ich habe damals an meinem Glauben gezweifelt. Ich habe auch darüber geredet. Als die Islamisten das mitbekommen haben, wurde ich zwangsgeschieden. Sie wollten mir den Prozess machen. Als ich das gehört habe, bin ich sofort nach Ägypten geflohen. Wir zeigen Kurt de Boeuf die Aufnahmen, die wir im Park gemacht haben. Was blüht dem Mann, wenn er zurückgeführt würde in den Sudan? Jemand, der dem Islam den Rücken kehrt, kann die Todesstrafe kriegen. Entweder wird er auf der Straße gelyncht oder er kommt ins Gefängnis. Und dann hängt es vom Richter ab, ob er 20 Jahre oder sogar die Todesstrafe bekommt. Im Sudan gelten mittelalterliche Scharia-Gesetze. Brutal regiert Machthaber Omar al-Bashir das Land. Gegen ihn wurde ein internationaler Haftbefehl wegen Menschenrechtsverletzungen erlassen. Schickt Belgien hier Migranten zurück in die Arme des Folterers? Ausgeschlossen, sagt der belgische Premier Michel. Alles werde sorgfältig geprüft. Belgien garantiere, dass Zurückgeführte nicht in Gefahr sind. Belgien wendet das internationale Recht an. Das heißt, eine Person darf nicht abgeschoben werden, wenn es ihr Leben oder ihre Freiheit in Gefahr bringt. Wirklich? Noch am gleichen Tag verhindert ein Amtsgericht, dass die belgischen Behörden einen Migranten abschieben. Mit extremer Dringlichkeit wird die Aussetzung der Abschiebung eines Sudanesen, der im Maximilianpark festgenommen wurde, angeordnet. Die Begründung? Es kann eben nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann in seiner Heimat nicht doch verfolgt würde oder gefoltert. Ayman will jetzt noch mal versuchen, über Frankreich nach England zu kommen. Aber er hat wenig Hoffnung. Kontakt zu seiner Frau hat er nicht. Von Freunden aber hat er gehört, dass sie mit einem anderen zwangsverheiratet werden soll. Eine bittere Nachricht.
Sie will das sicher nicht, denn sie liebt mich und ich liebe sie. So ist das Leben, wir können das eh nicht ändern. Aber vielleicht ist es ja gut so, wenn sie verheiratet ist, nehmen sie ihr wenigstens das Kind nicht weg. Die Delegation aus dem Sudan ist abgereist. 3 Sudanesen wurden diese Woche schon abgeschoben, 40 weitere in Kürze. Die Säuberungsaktion ist ein Erfolg.